die Bürger zum Sparen mit in die Verantwortung nehmen. Diese Idee hatte Dr. Mark Hansmann bei seiner Einladung zu einer Podiumsdiskussion am 9. September in das Sprengelmuseum. 2 Monate später fragen wir nach, ob die Bürgervorschläge im Haushaltsentwurf für 2011 berücksichtigt wurden. Dr. Hansmann, wir sprechen heute über die Sparvorschläge der Bürger, die während der Podiumsdiskussion im Sprengelmuseum eingebracht wurden. Sind sie in Ihrem Haushaltsentwurf berücksichtigt worden? Wir haben nichts umgesetzt von dem, was die Bürgerinnen und Bürger uns vorgeschlagen haben. Vieles können wir kaum umsetzen. Teilweise ist die Region zuständig, teilweise das Land. Das soll jetzt nicht so ein Beamtendeutsch sein, aber ist tatsächlich so. Und wie ist es Ihren Sparvorschlägen ergangen? Naja, wir haben ja ein laufendes, sehr umfangreiches Sparprogramm, nämlich unser sogenanntes Haushaltssicherungskonzept Nummer 7. Das geht noch bis einschließlich 2012 und das setzen wir um. Da haben wir zum Beispiel die Eintrittspreise von Bädern erhöht, wir haben in Herrenhausen erhöht, wir haben die Parkgebühren erhöht. Nee, im nächsten Jahr und auch im übernächsten Jahr. Erstmal machen wir eine Pause. Haben Sie eigentlich in Zukunft vor, wieder mehr die Bürger in diese Debatte mit einzubeziehen? Ich fand es wirklich gut, wie es gelaufen ist. Weil allein diese Debatte hat mir schon einiges gezeigt, nämlich dass wir einigermaßen richtig liegen mit unserem Sparkurs, also möglichst wenig im Sozialen, im Jugendbereich zu sparen. Diese Vorschläge kamen nämlich überhaupt nicht von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern tatsächlich so die Kostendeckungsgrade zu untersuchen. Und da haben wir viel positive Zustimmung gekriegt als Verwaltung. Dass natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger das Rad nicht neu erfinden können, ist auch klar. Ich meine, wir sparen seit 20 Jahren ungefähr und haben fast alle schon mal sehr sorgfältig untersucht. Der Haushaltsentwurf ist ja jetzt sehr ausgeglichen. Wissen Sie, wie sich die anderen Parteien im Rat dazu geäußert haben? Ja, da höre ich ganz Unterschiedliches. Also die CDU hat auch gesagt, man müsste jetzt mal aufhören mit dem Sparen. Während Rot, Grün und auch FDP sagen, ja, wir müssen weiter sparen. Und das finde ich auch richtig so. Die FDP möchte noch ein bisschen mehr sparen. Sie könnte sich zum Beispiel vorstellen, die Zuschüsse um 20% zu kürzen, also bei allen Vereinen und Verbänden. So habe ich zumindest verstanden. Das wäre natürlich ziemlich eine harte Nummer. Wenn es jetzt ganz alleine nach Ihnen ginge, wie würden Sie den Haushalt der Stadt im Prinzip für die Zukunft weiter konzipieren? Es gibt 65 Ratsmitglieder. Einer davon ist der Oberbürgermeister, der ja so ein Doppelamt hat, eben Ratsmitglied und Oberbürgermeister. Und das sind meine Vorgesetzten. Wenn ich alleine entscheiden dürfte, würde ich die Einnahmen erhöhen und tatsächlich an einigen Ecken die Ausgaben gezielt senken. Das macht mich schon also sehr sorgenvoll, dass wir im nächsten Jahr dieses große Defizit von knapp 100 Millionen wieder haben, 95 Millionen Euro, obwohl wir mit einer hohen Gewerbesteuer rechnen. Danke für das Gespräch.